Die Dentallabor Zahntechnik Markus Nau GmbH in Rötha war Anfang Oktober Station 5 der Betriebsbesuche des Präsidenten der Handwerkskammer zu Leipzig. Matthias Fussbohm wurde begleitet von seinem Kammerkollegen Christian Likos, Hauptabteilungsleitung Wirtschaft und Recht und der Pressesprecherin Dr. Andrea Wolter. Zur Delegation gehören außerdem Henrik Reichen, Landrat des Landkreises Leipzig und der Röther Bürgermeister Pascal Nemeth. Handwerksmeister Markus Nau hieß die Gäste willkommen und stellte ihnen seinen Betrieb vor. Das inhabergeführte Meisterlabor wurde vor 5 Jahren, im Januar 2018, gegründet. Bei der individuellen Anfertigung von Zahnersatz und Prothetik steht hier das Handwerk im Vordergrund. Ich finde, wenn man ambitioniert arbeitet, sollte man ein Stück weit Handwerk bewahren. Das ist ganz wichtig, weil auch das Analoge ist besonders hervorzuheben, ja? Weil es ja doch noch vom Menschen kommt. Das ist das eine. Das andere ist eben halt die spezielle Ausrichtung auf den Patienten. Man könnte das ganzheitlich betrachten, dass der Patient in den Arbeitsprozess oder Fertigungsprozess mit einbezogen wird. So kann ich auch dem Patienten besser vermitteln, wieso dieser hohe Preis für Zahnersatz oder Prothetik zustande kommt, weil ich in meinem Bereich doch erhebliche Zusatzleistungen anbieten kann, die aber auch erforderlich sind, um dem Patienten die Lebensqualität ein Stück weit oder komplett zurückgeben zu können. Der 47-jährige Zahntechnikmeister nimmt die Anwesenden anschaulich mit in den Berufsalltag sowie die Innovationen seiner Branche und sorgt dabei für großes Interesse und auch für manches Aha. Zum Beispiel bei der Gaumenfalte in einer Prothese oder die phonetische Frontzahnaufstellung im Patiententermin. Noch ist sein Dentallabor ein 2-Personen-Unternehmen. Zukünftig könnte sich Markus Nau auch eine Erweiterung seines Teams vorstellen. Dafür würde er sein Wissen gern weitergeben. Ich habe jetzt noch 2 freie Arbeitsplätze im Moment noch nicht zu besetzen, aber ich denke darüber nach auszubilden, weil ich möchte mein Wissen und Können gerne so weitergeben. Dafür finde ich, eignet sich ein Lehrling ganz gut. In der Formbarkeit auch ein Techniker würde sich eignen, insofern er sehr ambitioniert ist, sich auch hohen Qualitätsstandard stellen möchte. Und auch natürlich die Liebe zur Arbeit hat, also zum Beruf vielmehr, zur Arbeit auch. Das wären jetzt so die Sachen, die für mich wichtig wären, um jemanden auszubilden oder einzustellen. Wie gesagt, Fachkräftemangel ist ein Thema. Und ich glaube, heutzutage braucht man schon wirklich doch ein Quäntchen Glück, um dann die passenden Leute zu finden. Das ist einfach so. Eine passende Mitarbeiterin zu finden, ist ihm bereits gelungen. Seit vorigem Jahr gehört Monika Wölki zum Team. Im Verlauf des Betriebsbesuches ging es auch ums Netzwerken. So erhielt Markus Nau mehrere Einladungen zu Branchen- bzw. Unternehmerstammtischen. Natürlich schaute er auch über den symbolischen Tellerrand hinaus und kam mit den Politikern ins Gespräch. Wenn aus straffen 45 Minuten eine gute Stunde wird, dann können wohl alle zufrieden auf den Termin zurückblicken. Positiv hervorzuheben wäre die Bürger- und Handwerkernähe vom Handwerkskammerpräsidenten über den Landrat und über den Bürgermeister von Rötha. Dessen Besuch hat mich auch sehr gefreut, dass ich ihn persönlich kennenlernen durfte. Ansonsten hatten wir hier wirklich eine sehr schöne Zeit. Ich konnte sozusagen Rede und Antwort stehen, konnte über spezielle Sachen oder Geschichten in der Zahntechnik aufklären, die man auch machen kann zusätzlich. Und sichtlich waren alle Beteiligten begeistert. Mit dem obligatorischen Foto endete der Betriebsbesuch im Dentallabor Nau in Rötha.